Finaltreffen. Am Abend kam es in der dritten Liga zu einem Spiel mit doppelter Brisanz. Erstens stand ein alter DDR-Klassiker auf dem Programm. Der Gegner von Energie Cottbus war nämlich Hansa Rostock. Und zweitens sagte Energietrainer Stefan Krämer auf einer Pressekonferenz, dass die Niederlage in Rostock oder eine Niederlage wohl seine Entlassung bedeuten würde. Philipp Büchner weiß, was dann am Ende daraus geworden ist. Nicht verloren, doch das Gesicht des Trainers nach dem Abpfiff spricht Bände. Über die gesamte Spieldauer hatte Energie in Rot die klar besseren Möglichkeiten. 33. Minute, Scharker auf Sukuta Pasu, 1:0 für die Lausitzer. Der neue Stürmer mit seinem ersten Treffer für Cottbus, es hätte ein ganz wichtiger sein können. Wer Schiss hat, soll zu Hause bei Mama bleiben. Stefan Krämer hatte seine Mannschaft mit deftigen Worten eingestimmt. Wenig zu sehen von den Hausherren im Ostseestadion bis zur 68. Minute. Cottbuser Überzahl, doch Rostocks Benjamina setzt sich durch. 1:1 der Endstand. Ein Gegentor, das Cottbus 2 Punkte kostet und Stefan Krämer den Job? Mache ich mir jetzt keine Gedanken drüber, wenn ich ehrlich bin. Solange ich nichts höre, knalle ich mein ganzes Herz in Energie Cottbus und arbeite, so gut ich kann. Doch ob er darf, entscheidet die sportliche Leitung um Roland Benschneider in den nächsten Tagen.